Tag. Aber gab es so kleine noch gar nicht. Ne? Ja, gell? Mal ein bisschen weniger Make-up als sonst. Ja, sind wir soweit. Alle bereit. Dann heiße ich euch herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel beim Rekordmeister FC Bayern München am kommenden Samstag. Mit uns fahren 4.500 Mainzer Fans in die Allianz Arena, um uns bei der Mission Mainz bleibt 1 vor Ort auch zu unterstützen. Weiterhin wollte ich noch mal kurz mitteilen, wir haben das eben auf unseren Kanälen rausgegeben und werden das auch nachher noch als Pressemitteilung raussenden, dass die DFL uns für die kommende Spielzeit erneut ohne Bedingungen und Auflagen die Lizenz erteilt hat. Das kriegt ihr nachher noch offiziell als PM, aber nur falls ihr das jetzt auch schon mal aufnehmen wollt. Ja, also mit uns definitiv nicht nach München reisen werden die Spieler, die auch schon ein bisschen länger pausieren, verletzungsbedingt. Das ist einmal Florian Müller, dann haben wir Marin Zwerko, Gaetan Büßmann und Emil Berggren. Und bei John Cordoba, Jairo und Jean-Philippe Gilbama wird sich das noch kurzfristig entscheiden. Da gucken wir noch auf Abschlusstraining und schauen dann, ob das Sinn macht, dass sie uns auch ebenfalls nach München begleiten werden. Ja, ansonsten war das von unserer Seite und dann könnt ihr jetzt bitte mit den Mikrofonen loslegen mit euren Fragen. John Cordoba, Jairo, Gilbama, was haben die konkret? Warum wird es bei denen möglicherweise eng? Den John haben wir ja in der 85. Minute ausgewechselt, weil er ein leichtes Ziehen im Oberschenkel hatte. Der Jairo ist umgeknickt und der Gilbama hat auch muskulär Oberschenkel hinten ein bisschen entziehen, hat so also halbwegs trainiert, Reha hat er machen können und der wird jetzt dann heute und morgen einsteigen und dann werden wir sehen, von Tag zu Tag und bei den anderen zwei auch im Abschlusstraining dann ein Härtetest und wenn die den bestehen, nehmen wir sie mit. Ich schätze, dass bei den Bayern nicht nur drei Spieler ein Ziehen im Oberschenkel haben, sondern 80% nach 120 Minuten in Madrid. Plus die Tatsache, dass da wahrscheinlich einige ausfallen oder geschont werden. Jetzt ist die große Frage, ist es ein Vorteil für Mainz 05 in der Situation, in der Sie stecken, dort unter der Konstellation der vergangenen Tage da anzutreten? Wenn nicht jetzt, wann dann unter dem Stichwort oder unter dem Motto? Also bei Bayern ist sicher so, dass das eine Truppe ist, die das über viele Jahre und nichts anderes kennt, als alle drei, vier Tage zu spielen. Und deshalb ist das, glaube ich, fehl am Platz, wenn man sich da was erhofft, auf einen müden Gegner zu treffen. Weil da waren sechs Spieler, sechs Weltklasse-Spieler auf der Bank, die 100% frisch sind und die jederzeit Nationalspieler sind und jederzeit Bundesliga spielen können. Dann wurden drei, vier frühzeitig ausgewechselt. Vidal ist früher raus. Alonso ist früher raus, also die werden frisch sein und deshalb werden die eine Truppe am Start haben, die 100% Top-Niveau sind und deshalb eine Fehleinschätzung wäre sicherlich, wenn wir vorher an uns was einbilden, es könnte was leichter werden, weil die jetzt während der Woche am Dienstag ein Spiel hatten und auch wenn es auch in die Verlängerung ging, ich glaube, dass da das Fehl am Platz wäre, sowas zu denken. Wir treffen auf einen Top-Gegner, wir treffen auf wahrscheinlich den zukünftigen Meister, diesjährige Meister und deshalb gilt es, vollen Fokus auf uns zu legen und nicht zu denken, was der Gegner vielleicht könnte und Müdigkeit hätte und wer vielleicht nicht möchte und gefrustet wäre. Weg damit, da kommt eine Top-Mannschaft an den Start, die uns vor höchste Herausforderungen stellt. Anders gefragt, was ist Mainz für Bayern in dieser Situation zwischen Madrid und Halbfinale DFB-Pokal nächsten Mittwoch Dortmund? Da kommt zwischendrin Mainz in der Situation der Meisterschaft, wo die Schale eigentlich schon in München ist. Was glauben Sie, welche Position Ihre Mannschaft für den Auftritt für die Bayern da darstellt? Auch da muss ich nochmal an die Professionalität. Die kennen ja nichts anderes, dass sie zwischen Champions League, Bundesliga, Pokal hin und her switchen und dass die jedes Mal gierig sind. Und das haben wir spätestens hier nochmal erleben dürfen im Heimspiel in der Hinrunde, wo wir auch die in dieser Konstellation auf die getroffen sind. Und da hat man gesehen, wenn die auf Punkt bereit sind und wissen, um was es geht, ob das Mainz ist, Augsburg ist,
Ingolstadt oder Dortmund oder Real Madrid, die werden bereit sein. Und auch deshalb werden wir ihr nächster Gegner sein. Die werden sich 100% die Tage mit uns befassen, auch schon, weil sie sicherlich wissen, was Mainz 05 bringt, was Mainz 05 in das Spiel reinwerfen wird. Deshalb ist das für die sicherlich Grund genug, sich hundertprozentig auf uns zu konzentrieren. Wenn unser Spiel durch ist, wird dann das nächste kommen. Also auch da sehe ich Mainz nicht irgendwie als kleinen Lückenbüßer, der dann da unterschätzt wird, sondern ich weiß ganz genau, wie Bayern, wie auch der Herr Ancelotti und wie die uns sehen und wie die uns einschätzen. Und deshalb müssen wir da auf volle Wucht bereit sein. Herr Schmidt, wie nachhaltig ist denn dieses Erfolgserlebnis gegen Hertha BSC? Wie wirkt das nach, auch in der täglichen Arbeit? Und inwieweit erhöht das vielleicht die Chancen, doch was bei den Münchnern zu holen? Also die tägliche Arbeit wird ganz klar erleichtert, weil jedes gute Erlebnis, jede Positivität hilft dem Team. Und vor allem hilft dem Team ganz sicherlich diese geschlossene Vereinsleistung, die wir hier gezeigt haben. Ich sage extra Verein, ich möchte nur lieber sagen, diese Leistung, die aus der Stadt, aus der ganzen Region und aus den Fans kam, das war eine Riesenleistung, die der Gesamtverein hier erbracht hat am letzten Samstag, den Bock umzustoßen. Da war das Team mit drin, da waren die Fans mit drin, die ganze Euphorie mit drin. Deshalb, das trägt schon, das trägt vor allem die Woche rein. Und ich merke jetzt auch in dieser Woche, dass nicht irgendwie jetzt Überheblichkeit oder nur Spaß oder so drin. Es ist eine Gelöstheit drin in der täglichen Arbeit. Es ist die Härte, die Aggressivität ist drin. Das spürt man direkt. Aber es ist natürlich auch bei einem oder anderen der Gedanke ein bisschen löst und ein bisschen frischer Fußball zu spielen, immer frischer ranzugehen, obwohl aber das Bewusstsein da ist, dass wir eigentlich nicht viel damit erreicht haben, außer unser Gefühl zu verbessern. In der Tabelle ist alles geblieben, die rundum haben auch gewonnen und deshalb bleibt die Spannung in dem Bereich hoch, die ist hoch, aber es gibt schon so im Kopf, im Hinterstübchen mal so, dass man zufriedener ins Bett geht und ein bisschen zufriedener zur Arbeit kommt. Und das ist sehr, sehr wichtig, die Motivation. Und das werden wir auch in das Spiel reinwerfen. Das gibt Vertrauen, gibt Selbstbewusstsein. Ich habe es direkt nach dem Spiel gesagt, dieses Selbstbewusstsein wird unsere Leistung weiterbringen, wird unsere Leistung sicherlich stärken. Und mit dieser zusätzlichen Stärke, mit diesem zusätzlichen Antrieb werden wir nach München fahren. Vielleicht eine Frage an Sie beide. Es geht um Jürgen Klopp, der dieser Tage im Interview mit Sport1 eine flammende Rede auf Mainz 05 gehalten hat, weil er, Zitat, noch immer Verantwortung spürt. Er hat intensivst an die Menschen dieser Stadt appelliert, an diesen Verein zu glauben. Für wie wirksam halten Sie das, wenn die größte Ikone dieses Vereins sich derart einschaltet? Ja, durchweg positiv. Also ich glaube einfach, es ist wunderbar zu sehen, wie viele Menschen oder auch einem angesprochenen Persönlichkeit, der viel für diesen Verein getan hat, einfach noch empfindet für diesen Verein. Und das ist, glaube ich, für uns alle ganz, ganz wichtig, für welchen besonderen Verein wir auch arbeiten dürfen und auch jeden Tag Stunde um Stunde verbringen, um das Ganze erfolgreich zu gestalten. Und von daher ist ein wunderbarer Beitrag, jetzt das zweite Mal auch schon, wo er sich gemeldet hat. Und von daher sehen wir das absolut positiv, auch von der Vereinsseite aus, dass alle Menschen oder viele Menschen an uns glauben, an uns denken. Und gerade wie Jürgen Klopp es auch sagt, ein absolut positiver Faktor in der Fußballszene, wie gesagt, einer, der sehr, sehr große Leistungen hier gebracht hat, dann macht uns das stolz, dass er an uns denkt. Und das muss er nicht tun. Er muss sich da auch nicht äußern öffentlich. Das kommt auch von Herzen und ist auch authentisch. Und von daher finde ich es durchweg positiv und zeigt einfach, dass wir auch den Jürgen Klopp glücklich machen wollen und die Klasse halten wollen. Ja, auch von mir, das ist ein weiteres Beispiel, was Mainz 05 ist, was Mainz 05 ausmacht. Das ist eine große Familie. Auch jemand, der weggeht, bleibt immer hier hängen. Ich kriege nicht nur von Klopp-Rückmeldungen, auch von vielen anderen, die weggegangen sind, ehemalige Spieler, ehemalige Verantwortliche, die mitleben und die das tragen und die sich immer wieder zu Wort melden. Nicht jeder in dieser Größe, wie es der Klopp über Sport1 macht, sondern viele andere auch mit lieben SMS, mit Telefonaten. Und deshalb, das ist, glaube ich, Mainz 05, dass jeder, der hier weggeht, verliert hier einen Teil des Herzens und das ist sehr, sehr wichtig. Wenn ich noch ein Zitat anfügen kann, also er hat ja auch gesagt, wenn alle sie abgeschrieben haben, es gibt nur eine Stadt und einen Verein, der da wirklich Stärke draus zieht und das ist Mainz. Hat er recht?
Ja, ich glaube, wenn es einer weiß, ist das er. Er hat hier so viel durchgemacht, er hat hier so viele Auf und Abs gehabt, Aufstiege und auch andere Erlebnisse. Und davon lebt, glaube ich, Mainz. Und davon, da ist, glaube ich, so der Mythos Mainz 05 ein bisschen gewachsen. Und deshalb, wenn er das sagt, ist das sicherlich ein starkes Wort. Und wir werden uns zu Herzen nehmen und das weiterzutragen. Was gibt man von Trainer zu Trainer, von Verantwortlichen zu Verantwortlichen, gibt man das weiterzuleben. Und ich glaube, wir haben im letzten Samstag gezeigt, dass die Stadt lebt, dass wir das hier leben, die hier geblieben sind, und um auch seinen Worten da gerecht zu werden. Und deshalb nochmal umso schöner um seine starken Worte, die sicher auch gerade bei Fans und Ultras und im Umfeld den allen nochmal Auftrieb gibt und uns natürlich selber auch, ganz klar. Martin, vor einem Jahr habt ihr die große Überraschung, die große Sensation geschafft, habt in München gewonnen. Auch weil mit Loris Karius ein sehr, sehr starker Torwart an dem Tag auch einen sehr, sehr guten Tag hatte. Jetzt stand zuletzt Yannick Huth im Tor, Jonas Lössl war auf der Bank. Wie sind deine Gedankengänge zu der Entscheidung im Tor am Samstag? Wer wird zwischen den Pfosten stehen und was sind da die entscheidenden Kriterien für dich? Ja, einer von beiden wird zwischen den Pfosten stehen, ja. Mehr sage ich dazu zu dem Thema heute nicht. Aber ganz klar ist man in Bayern ist man auf einen guten Torhüter angewiesen, man ist auf eine Top-Defensivarbeit angewiesen und man muss die zwei, drei wenigen Chancen, die man hat, die muss man nutzen und dann kann man da was holen. Und ich glaube, letztes Jahr haben wir das auf den Punkt hingekriegt und deshalb ist es jetzt wichtig, dass wir uns in allen Abteilungen, in allen Team, in dieser kompletten Teamkonstellation darauf vorbereiten und darauf einstimmen, an dem Tag wieder zu glänzen, und dann ist auch da wieder was möglich. Herr Schmidt, ich würde einmal noch gerne auf das Spiel am Dienstag zurückkommen, weil es einfach so viele Leute noch bewegt und es wird so viel darüber gesprochen. Wenn Sie sich das anschauen, ich gehe mal davon aus, dass Sie es sich angeschaut haben, was schwingt da am Ende mit, so Mitgefühl, Mitleid, und haben Sie so als neutraler Betrachter auch das Gefühl, dass das, was Karl-Heinz Rummenigge sagt, der FC Bayern ist beschissen worden, dass das stimmt? Ja, also mit dem Spieler können wir glauben, da geht man ganz sicher auch mit. Vor allem auch irgendwo ist man ja sicher, auch wenn man hier in Deutschland ist, muss man ja für Bayern München sein. Und das war ich in dem Spiel auch ganz klar, ohne zu sagen Fan, aber wirklich, dass man hofft, dass man das Ding noch dreht, weil man will ja auch der Koeffizient für Deutschland ist sehr, sehr wichtig. Die Punkte, die man da für den europäischen Fußball holt, das ist auch wichtig, dass irgendwann mal der Sechste und der Siebte auch noch reinrutschen kann. Je besser die Spitze ist, umso mehr können dann auch das Mittelfeld oder die Breite davon profitieren. Und ich glaube, wir waren schon in den letzten Jahren ein, zweimal davon profitieren können. Und deshalb hofft man dann natürlich auch einen Erfolg von München. Und wenn man dann den Spielverlauf gesehen hat, ist man dann irgendwo auch Fan und halt auch über solche Entscheide dann auch manchmal ein bisschen unzufrieden in dem Sinne. Das andere möchte ich nicht bewerten, auch was da gesagt wird, was jetzt geschrieben wird, was Schlagzeilen, was er wirklich gesagt hat, das möchte ich so nicht bewerten. Die Schiedsrichterleistung auch nicht. Rummenigge hat es in der Art getan. Ich glaube, er weiß, was er sagt. Und nochmal, mit dem möchte ich mich nicht allzu viel befassen. Ich habe mich mit dem Spiel befasst, mit den 19 Minuten, mit den 120 Minuten, geschaut, was geht. Auch geschaut, die draußen sind, mir Gedanken gemacht, wer dann unser Spiel, was das mit unserem Spiel zu tun hat. Ich habe eher diese Gedanken als die anderen, die jetzt in der Presse vordergründig sind. Und deshalb natürlich ein spezieller Abend, auch der gestern. Das sind natürlich Abende, wo man auch sicherlich einen Teil als Fan dieser Spiele guckt und natürlich Daumen drückt für die deutschen Teams. Eine kurze Zusatzfrage. Ändert das Ihre Gedanken, dass Manuel Neuer nicht im Tor steht? Ja, ich habe letztens den Ulreich gesehen, was für Dinge der hält und was das für ein Torhüter ist. Also da bilde ich mir auch nichts drauf ein. Es wird so sein, dass wir zwischen 2 und 5 Torschüsse haben werden und wir müssen den Torhüter vor so hohe Hürden stellen, ob jetzt das Neuer ist oder Ulreich ist, spielt da nicht so eine Rolle. Wir müssen zuerst sehr, sehr vieles richtig machen, um dahin zu kommen, und wenn wir dann da sind, glaube ich, dann ist egal, wer drin steht, dann machen wir die Dinge. Du hast gesagt, ihr seid auch auf eine Top-Defensive angewiesen. Dafür ist es hilfreich, wenn die dann auch das Spiel komplett zu Ende bringt. Giulio Donati war die letzten 2 Heimspiele immer so am Rande des Platzverweises. Du hast mit ihm nochmal ein Gespräch geführt, dass er sich da ein bisschen zügeln muss, oder lässt du ihn gewähren, weil du die Aggressivität brauchst?
Ja, da sieht man jetzt, von welcher Seite gucken wir es an, brauchen wir seine Emotionalität, seinen Antrieb die ganze Woche und im Spiel die ersten 70 Minuten oder brauchen wir den Julio in den letzten 20 Minuten? Ich glaube, wir brauchen beides, wir brauchen das Gesamtpaket. Man kann von deinem Aggressivleader, Motivator, Puncher, kann man nicht erwarten, dass er dann einschläft in deinem Spiel. Und da gibt es manchmal Spiele und Emotionen, die halt hochkochen lassen und das Paket muss man als Gesamtes nehmen, das nehmen wir sehr, sehr gerne. Julio zeigt Top-Leistungen, ab und zu muss man ihn ein bisschen zurückstutzen. Wenn es ganz heiß wird, macht man halt mal einen Wechsel. Und klar, redet man die Woche auch darüber und wir werden ihn wieder so hinkriegen, dass er wieder zu 100% auf dem Platz steht. Und wir brauchen seinen Schub, wir brauchen seinen Antrieb, wir brauchen seine Emotionalität, weil wir, glaube ich, dass einige Spieler am Platz haben, denen das es gut tut und deshalb das Gesamtpaket Giulio Donati ist gut. Er hat 3 gelbe Karten in diesem Jahr bis jetzt erst, wenn man sieht, was er letztes Jahr gemacht hat. Also er hat sich schon sehr, sehr zurückgenommen und ich glaube, wir können damit leben. Aber natürlich, wir arbeiten an allem. Wir haben daran gearbeitet. Er hat wirklich dieses Jahr stark zurückgedreht mit den Karten und wir arbeiten noch da weiter, dass wir das Gesamtpaket Giulio auf dem Platz haben und über 90 Minuten. Frage erst an Rufen Schröder. Unter den Geschehnissen der letzten Tage aus der Perspektive von Mainz 05, was ist drin bei den Bayern? Ist da was zu holen? Nach dem Motto, wenn ich jetzt, wann dann? Ist da was zu holen? Oder ist, weil ich habe gerade gehört vom Trainer, wie stark die auch in der zweiten Reihe sind, fällt es schwer dran zu glauben. Also was denkt der Manager? Kann man da einen Punkt holen, vielleicht sogar gewinnen? Auch in der Situation, in der Mainz jetzt ist, im Abstiegskampf? Ich glaube, man kann das ja wunderbar trennen. Also ich glaube, der Martin hat ja klipp und klar, das ist auch meine Meinung, gesagt, dass wir jetzt nicht anfangen, als Mainz 05 zu glauben, dass da ein paar Prozent bei den Bayern fehlen werden. Also nochmal, ist ja klar, dass es eine herausragende Mannschaft ist, dass von der Bank herausragende Spieler kommen. Und aber eins ist doch auch klar, dass Mainz 05 eine Bundesligamannschaft ist, die gegen eine andere Bundesligamannschaft spielt und natürlich ein Spiel von weiteren 5, also insgesamt 5 Spielen hat. Und wir werden sicherlich kein Spiel jetzt abschenken und sagen, wir fahren jetzt nach München und konzentrieren uns auf Gladbach. Das ist mal klar, dass es nicht so ist. Der Trainer sagt es genauso. Ich meine, im Endeffekt ist es doch nicht so, dass wir uns jetzt klein machen, aber wenn wir wissen, dass es der Rekordmeister ist, man weiß aber auch aus der Historie heraus, und da war ich letztes Jahr auch Zuschauer, was der Martin da letztes Jahr mit der Mannschaft geleistet hat, da ist gewonnen worden und wir brauchen auch da jeden Punkt. Und trotzdem kann man das Verhältnis ja klarstellen, ohne und intern sich die Gedanken machen und die werden wir uns machen und werden dahingehend auch unsere Schlüsse ziehen. Und nochmal, das ist ein wichtiges Bundesligaspiel und das ist das nächste. So. Und wir sind alle ehrgeizig und Sportler möchten Spiele gewinnen oder möchten gute Ergebnisse erzielen. Und das muss man auf der einen Seite diesen starken Gegner, also Bayern München, sehen, der eventuell mit einem Sieg und der Niederlage Leipzig in Schalke mit 11 Punkten vorwärts sein kann, wo bei 4 ausstehenden Spielen, also quasi den größten Meilenstein in Richtung deutsche Mannschaft machen kann. So, das wissen wir, dass die Bayern 100% dafür alles tun werden, um das Spiel zu gewinnen. Und wir werden da hinfahren und ist auch vollkommen klar, dass wir als nicht wir werden ja kein Spiel abschenken. Ist klar. Also, Ihre Frage. Was ist drin? Ja, ich bin kein Hellseher, aber es geht bei 0-0 los und wir werden alles dafür tun, ein positives Ergebnis zu erzielen. Anschlussfrage an Martin Schmidt. Wenn jetzt wirklich Boateng und Hummels ausfällt, Lewandowski und Neuer, natürlich stehen da in der zweiten Reihe andere Spieler, auch eine Ulreich, über den wir gerade gesprochen haben. Trotzdem ist es ja auch so eine psychologische Geschichte für Ihre Mannschaft vielleicht, die dann sich doppelt motiviert fühlt. Oder ist es kein Thema im Team? Ja, dann verteidigt da Rafinha, Martinez, Alaba und Bernat. Und ich glaube, da lasse ich nichts kommen, dass das eine Weltklasse-Viererkette ist. Also weg damit mit solchen Gedanken, dass da 2 fehlen und etwas leichter wird. Wir gehen dahin und werden ganz klar die Leistung in den Vordergrund stellen. Das ist das Einzige, was wir in dem Spiel machen. Die Leistung wird in Bayern in den Vordergrund gestellt. Die physische Leistung, die taktische Leistung, die mentale Leistung, unser Einsatz und unser Wille, das sind Parameter, wo wir in Bayern abprüfen werden. Und je besser und je größer unsere Leistung ist, umso größer ist die Chance, dass wir da mit einem positiven Resultat rauskommen. Aber wichtig ist, dass wir nach dem Spiel auch die Leistung analysieren. Und das ist wichtig und das wollen wir zuerst abrufen. Und je mehr, dass wir von den angesprochenen Dingen gut machen, umso größer wird die Chance, dass wir auch was haben. Und wir haben 5 Spiele, um zu punkten. Und Bayern ist das nächste Spiel, wo es uns die Chance gibt, zu punkten. Aber nochmal, die Leistung wird im Vordergrund stehen. Und das werde ich auch von meinem Team verlangen, dass wir zuerst alles in allen Akzenten alles reinwerfen werden und dann, wenn wir am Schluss einen Strich drunter machen, die Leistung bewerten, das Resultat bewerten und dann, wenn wir was in Händen haben, da bin ich überzeugt. Aber nochmal,
nicht kleinreden, nicht irgendwie was wieder erwarten und plötzlich ist alles anders und das heißt vorweg, habt ihr gedacht und habt ihr, nein, lasst uns da hingehen, lasst uns den Kampf führen gegen das Team, das da steht, in aller Demut, dass wir da gegen den Rekordmeister spielen. Die waren letztes Jahr auch 8 Punkte vor und nach unserem Spiel nur noch 5 und ich glaube nicht, dass sie sich das nochmal antun werden, dass da nochmal Zunder reinkommt und deshalb nichts einreden, nicht Bayern kleinreden, sondern uns in aller Positivität sehen, uns in aller Leistung einschätzen, was wir bringen können. Wenn wir über unsere 100% gehen, wie letztes Jahr, können wir zu träumen beginnen. Wenn wir es nicht schaffen, über die 100 zu gehen, brauchen wir auch nicht uns was zu erhoffen. Und deshalb, das kitzeln wir aus dem Team raus, dass wir über 100 gehen. Und das wird der Anspruch sein für Samstag. Martin Schmidt, noch eine Frage zum Gegner Bayern München. Wie muss man so ein Spiel, wo möglich auch von der Grundausrichtung ein bisschen anders angehen als jetzt gegen Gegner wie Hertha BSC oder auch Ingolstadt, Freiburg, Leipzig, ändert sich da irgendwas? Kann man so eine Mannschaft genauso bespielen wie den Rest der Liga? Und zweite Frage, gibt es in der Analyse überhaupt so etwas wie signifikante Schwächen, die man bei Bayern bespielen kann? Also über Taktik werde ich nichts sagen und über das Zweite wissen wir ganz klar, ein Team, das so viel Ballbesitz hat, so hoch in der Hälfte drin steht, dass hinten dran viel grün ist, viel Platz zum Umschalten hat und das liegt eigentlich auf der Hand. Und wenn wir davon reden, dass wir eine Umschaltmannschaft sind und eine Kontermannschaft, liegt es auch auf der Hand, wo unsere Chancen liegen bei Bayern München und das werden wir am Samstag auf das höchste Niveau bringen bei uns und dann werden wir gucken, wie Bayern dagegen reagiert oder was für Antworten sie darauf haben. Zur Torwartfrage wollen Sie ja nichts sagen. Das werden die Journalisten wahrscheinlich erst dann beim Verteilen der Aufstellung in München erfahren. Wann werden es denn Ihre beiden Protagonisten erfahren? Am Spieltag oder schon vorher? Ja, wahrscheinlich auch dann. Oder auch früher. Nein, wir werden damit natürlich nicht fahrlässig umgehen. Also könnt ihr davon ausgehen, dass der Torhüter, der drin ist, der das frühzeitig weiß. Martin, du hast das Spiel von letztem Jahr angesprochen, euren Sieg. Holst du die Bilder nochmal aus der Schublade oder ist es abgenutzt mittlerweile? Ist es Schnee von gestern? Weil die Situation auch einfach ganz anders ist dieses Jahr. Ja, es ist abgenutzt. Das bringt nicht viel, weil da waren Spieler, Protagonisten dabei, die nicht mehr da sind. Und wenn du den Spielern das 10 zeigst, sind da plötzlich 4, 5 Spieler, die jetzt nicht mehr auf dem Platz sind. Deshalb, ich glaube, dass eher die Bilder vom Herbst helfen. Also wenn ich mich an das Spiel hier im Herbst erinnere, waren wir, glaube ich, außer von der 10. bis zur 20. Minute, waren wir ein bisschen im Unterzug und am Schwimmen. Und die anderen 80 Minuten waren wir zumindest faktisch auf Augenhöhe, teils sogar überraschend gut. Auch die zweite Halbzeit, wenn ich mich erinnere, erst in der 90. Minute der Freistoß reingebügelt ins Kreuz, war eigentlich erst die Entscheidung. Und daraus haben wir sehr, sehr gute Bilder mit unseren Jungs, mit unseren Spielern, mit unseren Kräften. Ich glaube, dass ich eher mit Bildern, mit guten, starken Bildern vom Herbst arbeite, als mit denen vor einem Jahr. Habt ihr noch Fragen? Oder seid ihr wunschlos glücklich? Dann danke ich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann am Samstag in Allianz Arena. Dankeschön und bis Samstag.